Stuttgart-Feuerbach. Ein Donnerstagabend. Jede Woche treffen sich hier die passionierten Läufer des örtlichen Sportvereins. Der wichtigste Teil ihrer Ausrüstung, die Schuhe, von denen viele hier schon eine stattliche Sammlung haben. Vor 10 oder 20 Jahren hat man vielleicht 2 Laufschuhe gehabt und mittlerweile habe ich auch mehr Fabrikate einfach zu Hause, weil man hat so seine Lieblingsschuhe. Wir machen noch Bahntraining, auf der Bahn hat man einen anderen Schuh wie jetzt im Wald oder auf Asphalt und es gibt mehr und das lebt man auch. Was geben Sie so für Sportschuhe aus im Jahr, ganz ehrlich? Also für Sportschuhe sage ich mal 500-600 €, da ist gar nicht so arg viel. Mehr für meine andere, wesentlich mehr. Also die anderen heißen jetzt Sneaker, oder? Die anderen sind Sneaker, ganz genau. Das ist ein modebewusster Turnschuh. Ja. Und da kann es dann schneller mal in 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 € gehen. Turnschuhe, von modebewussten Sneaker genannt. Sie stehen für Jugendlichkeit und einen lässigen Auftritt. Ob jung oder alt, ob Hobbyläufer oder Rentner, Sneaker tragen alle. Und sie sind bereit, dafür auch stolze Preise zu bezahlen. Doch wo kommt die massenware Turnschuh her? Welchen Preis bezahlen Menschen und Umwelt dort, wo sie hergestellt wird? Und wie viel Chemie steckt in den Sneakern? Wir blicken hinter die Kulissen einer Milliardenbranche. Kurz vor Trainingsstart. Wolfgang Rist ist der älteste der Feuerbacher Läufer, mit seinen 77 Jahren ein Späteinsteiger. Seine Sportschuhe will er noch möglichst lange nutzen. Gute Verarbeitung ist ihm darum wichtig. Eigentlich bin ich durch meine Frau dazu gekommen. Und die ist mit 70 Jahren den ersten Marathon gelaufen. Seitdem bin ich dabei und trainiere jedes Jahr einen Marathon. Also für einen Marathon und laufen den auch. 10 Kilometer laufen die Feuerbacher heute durch den Stuttgarter Norden. Und wie sie schnüren inzwischen Millionen Deutsche regelmäßig ihre Laufschuhe. Ein Boom, der auch die Sportartikelindustrie freut. Erst recht, weil die Schuhe mittlerweile eine Art Wegwerfartikel sind und regelmäßig ersetzt werden müssen. Nach 700 Kilometern ist die Dämpfung hin. Wer seine Gelenke schonen will, braucht dann neue Treter. Doch für manche gibt es auch andere wichtige Gründe, gleich mehrere Schuhe immer zur Auswahl zu haben. Viele achten wirklich auf das Design. Das heißt, wenn der Schuh pink ist, dann haben sie auch ein pinkfarbenes Oberteil an und dann geht eben nicht was Grünes. Da haben sie dann einen anderen Schuh dafür. Für mich ist wichtig, dass ich in den Schuh steige, dass ich mich wohlfühle und lange Strecken damit laufen kann. Und das spüre ich sofort beim Einsteigen. Besonders die Verarbeitung und die Haltbarkeit seien wichtige Kaufkriterien. Doch die ließe immer öfter zu wünschen übrig, finden die Feuerbacher und machen dafür auch die Art der Herstellung verantwortlich. Es gibt keinen Schuh mehr oder keinen Hersteller. Einen gibt es, glaube ich, noch in England, der produziert in England. Aber alle anderen kommen aus vom Ost. Ist egal, was für ein Fabrikat sie kaufen, ist alles aus vom Ost. Ja. Einen Schuh oder einen Hersteller geben würde, der in Deutschland oder wenigstens in Europa produzieren würde, ich glaube, den Schuh würde ich auf jeden Fall anziehen oder zumindest mal ausprobieren. Das ist eine persönliche Einstellung, da würde ich auch mehr Geld dafür bezahlen, aber wie der Wolfgang sagte, das gibt es einfach nicht. Wäre das mal interessant, auch für Sie zu wissen, wie sozusagen Schuhe gemacht werden, auf denen Sie oder mit denen Sie laufen? Das ist eine mal. Sicher wäre das interessant, wenn man das machen. Ja, auch wie die bezahlt werden, die sie machen. Ja. Genau. Und was tatsächlich mit diesen Schuhen passiert. Das möchte auch ich gerne wissen und fahre nach Herzogenaurach zu den 2 größten deutschen Sportartikelherstellern Puma und Adidas. Wir möchten gerne in Fabriken drehen, in denen Sportschuhe produziert werden, wollen wissen, welches Material zum Einsatz kommt und unter welchen Bedingungen die Schuhe hergestellt werden. Doch weder Puma noch Adidas erteilen uns eine Drehgenehmigung. Beobachter von außen sind offenbar nicht erwünscht. Wir fliegen nach Asien, wollen versuchen, mehr zu erfahren über die Produktion der Turnschuhe. Unsere erste Station ist Kambodscha, wo viele Markenkonzerne Sportschuhe herstellen lassen.
Tausende Arbeiterinnen werden hier per Lastwagen täglich zu den zahllosen Textil- und Schuhfabriken gekarrt. Am Rande der Hauptstadt Phnom Penh. Hermetisch abgeriegelt, eine Fabrik, die im Auftrag von Adidas produziert. Rundherum Müll und Elend. Kambodscha, eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist 18 Uhr am Abend. Die Turnschuhfabrik öffnet ihre Tore zum Schichtwechsel. 2900 Männer und Frauen kleben und nähen drinnen im Akkord die Sneaker zusammen. Doch wie leben sie? Unweit der Fabrik treffen wir Kanita. Sie ist Mitte 30 und fertigt die Sohlen für Adidas-Schuhe. Für heute hat sie Feierabend, andere übernehmen die Nachtschicht. 125 Euro verdient sie im Monat. Das sind rund 60 Cent in der Stunde. Kanita muss allein das Schulgeld für ihre zwei Kinder verdienen. Ihr Mann hat sie verlassen. Ihr kleines Zimmer in Sichtweite der Fabrik teilt sie mit zwei anderen Arbeiterinnen. Es geht in die 17a. Ein paar Kolleginnen sind dazugekommen. Sie wollen uns von ihrer Arbeit erzählen. Wir beschweren uns nicht, die Arbeit ist eben so, wie sie ist. Aber der Geruch vom Rohmaterial der Sohle ist schlimm. Ich hatte vor kurzem einen Arbeitsunfall. Ein Leiterwagen ist umgekippt und auf mich gefallen. Es tat sehr weh und ich bin bewusstlos gewesen. Aber es muss ja weitergehen. Die Frauen zeigen uns ein Handyfoto. Zu sehen kann Nita, wie sie Kunststoff vom Band abschneidet für die Sohlen. Aber sie trägt keinen Mundschutz, stelle ich fest. Nein, sie lächelt verlegen. Es rieche zwar schlecht, aber welche Stoffe sie genau verarbeiten, wissen die Arbeiterinnen nicht. Sie würden trotz des starken Geruchs oft ohne Schutzmasken arbeiten, übersetzt unsere Dolmetscherin. Das chinesische Management der Fabrik gibt ihnen alles vor. Klebstoff, Pulver, Farben. Die Arbeiter benutzen alles so wie vorgegeben. Immer wenn sie die Behälter aufmachen, dann riecht das ganz, ganz schlimm. Niemand kann das ertragen. Wir wollen das überprüfen und gehen zurück zur Fabrik, die einige Sneaker-Modelle von Adidas herstellt. Wir haben noch einmal angefragt, diesmal direkt bei der Fabrikleitung. Doch es bleibt dabei keine Genehmigung. Das Anwesen ist gut bewacht. Statt drinnen zu drehen, werden wir gefilmt, draußen vor dem Tor. Die Betreiber sind Chinesen aus Taiwan. Die Firmenvertreterin ist ungehalten. Wir sollen bitte verschwinden. Wir fahren weiter und versuchen es bei einer Fabrik, die Sportschuhe für Puma herstellt. Auch hier stammen die Besitzer aus Taiwan. Der Komplex ist weiträumig abgeschirmt. Wieder werden wir abgewiesen. Warum sind Kameras in den Sneakerfabriken unerwünscht? In einem Café von Phnom Penh bin ich verabredet mit einem Gewerkschafter. Erst seit wenigen Jahren sind Arbeitnehmervertretungen zugelassen, doch sie haben es schwer. Kong Atit spricht mir gegenüber von moderner Sklaverei, wie er es nennt. Er berichtet über schlechte Bedingungen in den Fabriken. Seit etwa 5 Jahren kommt es wiederholt zu Zwischenfällen. Arbeiterinnen werden regelmäßig ohnmächtig. Es gibt Zusammenbrüche und Arbeitsunfälle. Die Gründe sind unzureichende Ernährung, aber auch mangelhafter Arbeitsschutz und schlechtes Training. Weil die Markenkonzerne immer billiger produzieren wollen, sind sie die Ursache für diese Entwicklung. Die großen Hersteller bestreiten solche Vorwürfe und verweisen auf strikte Arbeitsschutzauflagen, die ihre lokalen Partner erfüllen müssten. Weil die Zulieferfirmen vor Ort dazu nicht Stellung nehmen, haben wir beim Verband der kambodschanischen Textilfabrikanten angefragt. Dieser Mann ist hier der Chef. Ken Lo. Sein Verband vertritt auch die beiden Fabriken, in die wir nicht hinein durften. Es habe große Verbesserungen gegeben, sagt Lo. Warum will man uns dann diese Verbesserungen nicht zeigen?
Es gibt kaum Vorteile, wenn Fabriken Besucher zulassen. Sie haben deutlich mehr zu verlieren, etwa wenn es kleinere Bereiche mit Fehlverhalten gibt. Schließlich ist keine Fabrik perfekt. Es ist unmöglich für eine Fabrik hundertprozentig zu sein. Wenn es da Bereiche gibt mit kleinen Fehlern, das könnte dann hervorgehoben werden, überproportional. Ein paar Stunden später. Nicht weit von der Fabrik treffen wir Arun, den 13-jährigen Sohn von Kanita, der Turnschuharbeiterin. Er ist extra stundenlang aus seinem Dorf angereist, um sich um seine Mutter zu kümmern, denn sie ist krank. Seit Tagen klagt sie über Kopfschmerzen und Übelkeit. Der Sohn versucht sie zu trösten. Was fehlt ihr? Eigentlich müsste sie zum Arzt, doch das Geld ist knapp und eine Krankenversicherung haben sie nicht. Auch die zwei Kolleginnen, mit denen sie das Zimmer teilt, sind ratlos. Wir fragen Ken Lo, den Sprecher der Fabrikbesitzer, ob die vielen Kreislaufzusammenbrüche, von denen wir gehört haben, mit der Arbeit in den Schuhfabriken zu tun haben könnten. Bislang hatten wir keine Ohnmachtsanfälle oder andere gesundheitliche Probleme, die wir mit Chemikalien aus Leder oder Kunstleder in Verbindung bringen. Wir hatten allerdings Fälle, die wir auf den Gebrauch von Klebstoff zurückführen. Aber das ist wirklich selten. Die meisten Fabriken sind gut belüftet, gerade wenn sie mit Chemikalien zu tun haben. Aber es gibt wirklich kaum mehr Chemie, außer Haftmittel oder Klebstoffe oder vielleicht Fleckentferner. Arun hat seine Mutter überredet, zum Arzt zu gehen, trotz der Kosten. Sie erhoffen sich endlich Klarheit darüber, warum es ihr so schlecht geht. Während wir mit ihr auf die Behandlung warten, bekommen wir einen Eindruck vom Alltag in dieser Ambulanz. Plötzlich wird es hektisch. Bewusstlose Frauen und Männer werden hier eingeliefert, im Minutentakt. Alles seien Arbeiter aus den Fabriken rundherum, erzählt man uns. Bald schon platzt die Ambulanz aus allen Nähten. Es gibt nur einen Arzt, der sich um die Patienten kümmert. Freunde und Angehörige sind besorgt. Die Patienten werden mit Sauerstoff versorgt. Was steckt hinter diesen Zusammenbrüchen? Ach, wissen Sie, diese Zusammenbrüche von Arbeiterinnen gibt es hier täglich. Das läuft immer so ab, jeden Tag. Manchmal 10 oder 20 oder auch bis zu 50 Fälle, so wie heute. Doch eine echte Erklärung, warum die Fabrikarbeiterinnen immer wieder kollabieren, hat der Arzt nicht. Dann kann er endlich auch Kanita untersuchen. Viel findet er nicht heraus. Eine weitergehende Blutuntersuchung, etwa auf bestimmte Schadstoffe, kann man hier nicht machen. Viel zu teuer, viel zu speziell. Mehr essen soll sie, das gibt der Arzt ihr noch mit auf den Weg. Das Geld für die Untersuchung wird ihr am Monatsende fehlen. 20 Euro, rund ein Sechstel ihres gesamten Lohnes. Morgen schon wird sie wieder in die Sportschuhfabrik gehen, zur Arbeit auf Plastiksandalen. Zurück in Stuttgart. Schon seit Stunden stehen sie an, denn heute kommt hier ein brandneues Sneaker-Modell in den Handel. Die ersten 10. Domme, Ronny, Alex,
Zu den ersten 10 Kunden, die kaufen dürfen, gehören Alex aus Stuttgart und sein Kumpel Nikolas. Die beiden Azubis sind Sportschuhfans und hatten sich mitten in der Nacht auf die Warteliste für das neue Modell geschrieben. Es herrscht regelrechtes Jagdfieber. Solche limitierten Modelle sind eher Kultobjekte als Kleidungsstücke. Anprobieren ist darum heute nicht drin. Aber wenigstens darf Nikolas mal anfassen. Er entdeckt gleich auch einen kleinen Schönheitsfehler. Was ist das da? Kleber, oder? Oder was ist das? Ich weiß nicht, ich habe sie nicht hergestellt. Der Schuh ist nach einem berühmten Basketballer benannt. Die sonst so sparsamen Markenkonzerne geben Milliardenbeträge für Werbung und Sponsoring aus. Das zeigt Wirkung. Die Jugendlichen bezahlen fast jeden Preis. Heute sind es 180 Euro. Man muss auch Glück haben, je nachdem, wie er bei ihm damals, seine Größe gab es nicht und er hatte halt Pech. Dann hat er sich aber eine andere Größe geholt und es ist ja immer noch eine Option, sich dann die passende Größe zu ertauschen. Mit bei irgendwelchen Sneakermessen oder sonst was, die gibt es ja dann auch, die Schuhe. Ja. Hat sich jetzt gelohnt? Ja, doch schon. Und ich meine, es ist ja aber nicht wenig Geld, ne? So. Nee, aber jetzt ist es weg. Also ich finde, es geht eigentlich. Das war nicht zu viel, es war voll in Ordnung. Es geht auf jeden Fall, ich habe einen Vierer, glitzgleiches Modell, nur einen anderen Colorway und ein anderes Upper, also anderes Material, für 250 gezahlt. Und das ist halt schon ein Unterschied. Also es gibt noch viel teurere ja, Schuhe? Ja, auf jeden Fall, klar, natürlich. Alex, weltweit gehen jährlich Sneaker für rund 50 Milliarden Euro über die Ladentische. Wir reisen nach China, das Land, in dem immer noch die meisten aller Sportschuhe hergestellt werden. Adidas und Puma lassen uns auch hier keine ihrer Zulieferfabriken besuchen. Dennoch gelingt es chinesischen Kollegen, Aufnahmen zu machen in einer Fabrik in Guangdong. Dort produziert ein einheimischer Sportausrüster, der auch nach Deutschland exportiert. Es ist laut und stickig. Arbeiter ziehen Kunstleder von großen Rollen, mehrere Lagen übereinander. Daraus werden dann die Einzelteile des Schuhs gestanzt. Auf die Zuschnitte kommt Klebstoff. In großen Mengen wird er versprüht, auch auf die Hände der Arbeiterinnen. Mehrere Textillagen werden für den Oberschuh miteinander verklebt. An dieser Station arbeitet niemand mit Handschuhen. Arbeitsschutz, offenbar Fehlanzeige. Dann erst wird genäht. Eine erste Sohle wird an den fertigen Oberschuh angebracht. Dämpfe am Fließband. Beißender Geruch steht in der Halle. Der Oberschuh wird getrimmt und in Form gebracht. Dann werden die Schuhe auf die Leisten gespannt für die letzte Passform. Und es wird weiter geklebt. Den Oberschuhen fehlen noch die Sohlen. Hier kommen sie. Auch sie riechen stark nach Lösungsmitteln wie der Klebstoff. Dämpfe, denen die Arbeiter den ganzen Tag ausgesetzt sind. Ein Mundschutz hilft da wenig. Auch den tragen viele von ihnen nicht. Und zum Schluss wird nochmal Kleber nachgespritzt. Ein Blick in das Chemielager der Fabrik. Dutzende Substanzen kommen zum Einsatz. Lösungsmittel, Acrylharze, Weichmacher und andere Stoffe. Was davon später beim Käufer der Schuhe ankommt, das wollen wir noch untersuchen. Schichtwechsel am Abend. Ausgestempelt wird elektronisch per Fingerabdruck. Für andere beginnt jetzt die Nachtschicht. Auch für ihn, für Liang, so heißt der junge Arbeiter. Er wird hier Sohlen aufkleben bis zum frühen Morgen. Hinter ihm ein Vorarbeiter. Er kontrolliert jeden Handgriff und jeden Schuh ganz genau und macht Druck. Dieser Schuh ist kaputt. Hier innen. Baut ihn wieder auseinander. Sofort. Verdammter Mist, die Schuhe haben alle Macken. Seht ihr das nicht? Ja, wo denn? Alle Schuhe.
Siehst du das nicht? Ich sehe das sofort. Produziert bloß keinen Abfall, sonst müssen wir gleich alles stoppen hier. Liang klebt Sohlen an die Turnschuhe. Trotz Klebstoff und Lösungsmittel, ohne Schutzhandschuhe, ohne Maske. Sohlen, nichts als Sohlen, nicht nur das Tempo, buchstäblich atemberaubend. Heute wird er wieder Überstunden machen. Nach 11 Stunden ist Feierabend. Nur mit mehr Arbeit komme er auf ein gutes Einkommen. Auf mehr als die 280 Euro Mindestlohn, erzählt Lea. Die Arbeiterquartiere liegen gleich gegenüber der Fabrik. Sein Zimmer teilt er sich mit 5 Kollegen. Die sind schon wieder in der nächsten Schicht. Eine chinesische Turnschuhfabrik schläft nie. Schau dir meine Hände an. Die werden extrem belastet. Die Haut ist kaputt. Ist das Klebstoff? Es sind vor allem Narben von alten Schwielen. Meine Hände gehen noch. Bei Kollegen hat sich die Haut schon unzählige Male gelöst. Woher kommt das? Immer an der gleichen Stelle wird Druck ausgeübt. Dann entstehen diese Schwielen. Wie viele Sneaker klebst du an einem Tag? Das aktuelle Modell ist schwierig zu kleben. Um die 2000 Paare. Normalerweise über 3000 Paare. Ich habe sogar schon mal 5000 geschafft. Und wie fühlst du dich nach der Arbeit? Müde. Am nächsten Morgen sind meine Arme schwer wie Blei. Manche Arbeiter erzählen, dass es Berufskrankheiten und Verletzungen gibt. Spürst du davon etwas? Bei mir ist es die Hand, hauptsächlich. Und deine Frau arbeitet auch hier? Sie hat eine Etage unter mir gearbeitet. In der Halle, da wo die Klebstoffe angerührt werden. Jetzt ist sie schwanger. Wegen des starken Gestanks hat sie aber damit aufgehört. Ist der Klebstoff giftig? Ja, der ist giftig. Deshalb muss man alle Fenster öffnen und Entlüfter einschalten. Machst du dir Gedanken, ob deine Gesundheit darunter leidet? Ob ich krank werde? Noch merke ich nichts. Aber im Alter werde ich es wohl zu spüren bekommen. Noch bin ich jung. Da steckt man das weg. Liang, der Arbeiter, will noch einmal etwas Freiheit schnuppern. Kurz vor Morgengrauen trifft er seine Frau. Sie wollen die Turnschuhfabrik einfach hinter sich lassen, wenigstens für ein paar Stunden. Zurück in Deutschland, Hamburg. Mit welchen Stoffen kommen Arbeiter und Konsumenten in Berührung, möchte ich wissen. Nachfragen werde ich bei Greenpeace. Die Umweltorganisation macht seit Jahren mobil gegen gefährliche Schadstoffe in der Produktion von Sportschuhen. Ich treffe Manfred Sanden. Er untersucht für Greenpeace, ob und welche Chemikalien in Bekleidung und Schuhen stecken. Und gerade in Sneakern stecke viel davon, sagt der Experte. Da gibt es noch großen Nachholbedarf. Also was die Schuhproduktion angeht, wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass dort nach wie vor gefährliche Substanzen eingesetzt werden, die wir da lieber nicht sehen würden. Greenpeace hat das 2014 bei Fußballschuhen getestet. Es fanden sich mehrere bedenkliche Stoffe in allen untersuchten Exemplaren von Adidas, Puma und Nike. Chemikalien, die Greenpeace als gefährlich einstuft. Neben anderen auch Phthalate, das sind gefährliche Weichmacher, die das Hormonsystem stören und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Und das Lösungsmittel Dimethylformamid, DMF. Es fand sich in 10 von 10 Exemplaren. Bei DMF ist es so, wenn wir jetzt eine hohe Konzentration haben oder das Material mit DMF behandelt wurde und es ohne Schutzhandschuhe anfassen, dann gibt's eben auch eine Aufnahme über die Haut geben. Es kann zu starken Leberschädigungen führen,
und ist in Deutschland stark reguliert. Der vom Bundesarbeitsministerium eingesetzte Ausschuss für Gefahrstoffe gibt bei Hautkontakt mit DMF einen Grenzwert an, der in einigen Proben bis zu 10-fach überschritten wurde. Bereits 2011 hatten die Sportartikelkonzerne versprochen, gefährliche Chemie langfristig in der Sneakerproduktion nicht mehr einzusetzen. Das ist nicht so ganz einfach, ist auch nicht ganz trivial, ein Lösungsmittel durch ein anderes zu ersetzen. Aber es ist möglich und wir erwarten von den Firmen, dass sie eben genügend Anstrengungen unternehmen und auch entsprechend investieren, um die ungefährlicheren Ersatzstoffe zu finden und dann auch in der Produktion einzusetzen. Das ist deren Verantwortung gegenüber der Umwelt, gegenüber der Menschen vor Ort in der Produktion, aber auch gegenüber den Verbrauchern. Wir wollen wissen, ob sich in der Zwischenzeit etwas getan hat. Finden sich die Chemierückstände noch immer in den Sportschuhen? Ich reise nach Bremen zu einem Labor, das für uns den Test durchführen wird. Monika Siemers ist Chemikerin und führt regelmäßig Produktuntersuchungen durch. 9 Paar Schuhe der 3 großen Hersteller Nike, Adidas und Puma kommen auf den Prüfstand. Getestet wird auf Weichmacher und auf das Lösungsmittel DMF. Auch ein Adidas Kinderschuh ist dabei. Gefertigt wird das Modell in derselben kambodschanischen Fabrik, in die wir nicht hinein durften. Proben werden entnommen aus dem Obermaterial und aus der Sohle der Schuhe. Dann wird analysiert. Wir sind gespannt. Mit welchen Stoffen können die Arbeiter in den Turnschuhfabriken, später aber auch die Konsumenten, in Berührung kommen? Dann laufen sie ein, die Testergebnisse. In allen Schuhen finden sich noch immer Rückstände von Weichmachern. Besonders bedenklich jedoch, neben verschiedenen weiteren Chemikalien weisen 8 von 9 Schuhen zum Teil hohe Konzentrationen des Lösungsmittels DMF auf. Vorrangig ist das Dimethylformamid zu nennen, das auch als reproduktionstoxisch eingestuft ist. Das bedeutet, dass es die Fruchtbarkeit schädigen kann oder dass es eben auch das Kind im Mutterleib vielleicht schädigen kann. Und diese Verbindung ist unter anderem eben zum Beispiel auch eingestuft in die Liste der besonders besorgniserregenden Verbindungen. Und die ist hier in doch hohen Konzentrationen, besonders in einigen Produkten, aufgetaucht. Auch im Testexemplar des Adidas Kinderschuhs findet sich das DMF. Hier das Dreifache des vom Ausschuss für Gefahrstoffe empfohlenen Grenzwertes. In anderen Sneakern finden sich sogar noch höhere Werte. Hier haben wir nochmal von Puma ein Modell. Da haben wir das Dimethylformamid drin gefunden, auch in sehr hohen Konzentrationen, also über 200 Milligramm pro Kilogramm. Ja, es ist natürlich da überall, auch hier gerade im Randbereich, wo die Socken vielleicht nicht rankommen. Es kann natürlich auch bei diesen Verbindungen so sein, dass die sind halt sehr flüchtig. Das heißt, die werden nicht nur im Außenbereich sein, sondern die werden auch in die anderen Materialien des Schuhs diffundieren. Und wenn man dann direkten Kontakt hat, ist nicht auszuschließen, dass man da auch direkt einige Anteile von aufnehmen kann. Umso neuer die Sportschuhe, umso größer die Chance, mit diesen Chemierückständen in Berührung zu kommen. Mit der Zeit, zum Beispiel durch langes Auslüften, nehmen sie ab. Was aber kann das für diejenigen bedeuten, die mit den Stoffen schon in der Produktion in Kontakt kommen, die Arbeiter? Aus meiner Erfahrung ist es so, dass diese Schuhe eben eine Vielzahl von Verbindungen aufweisen können, eben nicht nur eine Substanz, die da rausgast, und dass sie in einem frischen Zustand, also direkt nach der Produktion, auch sehr viel höher konzentriert sind als in dem verkaufsfertigen Zustand, sodass ich schon davon ausgehen kann, wenn Arbeiter mit einer Vielzahl solcher Schuhe umgehen, vielen verschiedenen Verbindungen dann auch ausgesetzt sind in verschiedenen Konzentrationen. Die Ergebnisse des Turnschuhtests sind alles andere als beruhigend. Obwohl viele der gefundenen Stoffe, wie zum Beispiel das DMF, als bedenklich eingestuft werden, sind sie nicht offiziell verboten. Wäre da nicht der Gesetzgeber gefordert? Es wäre natürlich immer wünschenswert, wenn der Gesetzgeber etwas mehr vorgeben würde und den Verbraucher immer etwas besser schützen würde, wenn es gerade Verbindungen, die eben besonders besorgniserregend sind, die eben mutagen, kanzerogen oder reproduktionstoxisch sind, dass man diese Verbindungen wirklich minimiert zurückfährt und der Gesetzgeber da vielleicht etwas stärkere Grenzwerte auch vorgibt in den Bedarfsgegenständen.
Wir fragen zur Verwendung von DMF und zum Arbeitsschutz noch einmal bei den großen Sportartikelmarken an. Puma teilt uns mit, dass es bereits gelungen sei, schädliche Lösungsmittel in der Produktion zu verringern. Man arbeite daran, DMF in Zukunft ganz zu ersetzen. Die Betriebe der Zulieferkette würden kontrolliert, um die Einhaltung von Standards und den Arbeitsschutz zu gewährleisten. Man sei sich bewusst, dass solche Anstrengungen bislang, Zitat, nur einen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Bekleidungs- und Schuhindustrie darstellen können. Adidas antwortet, es gebe in ihrer Produktion strikte Limits für DMF. Man kontrolliere die Zulieferer kontinuierlich zu Arbeitsplatzsicherheit und Chemikalienmanagement. Alle der führenden Zulieferer von Adidas betrieben, Zitat, Systeme zur Rückführung und Wiedergewinnung von DMF. Dadurch werde sichergestellt, dass Arbeiter keiner gesundheitsschädigenden Exposition ausgesetzt würden. Außerdem forsche das Unternehmen an alternativen Stoffen. Nike hat gar nichts geantwortet. Wir fliegen nach Hongkong, dem größten Umschlagplatz für Sneaker, die von hier nach Europa gehen. Ich bin verabredet mit einem Mann, der Textilproduzenten weltweit bei Entwicklung und Herstellung berät. Gibt es Möglichkeiten, die schädlichen Chemikalien in Turnschuhen zu ersetzen? Karl Borgschulze ist gerade auf dem Weg zu einem chinesischen Kunden. Dessen Firma stellt Kunstleder her und Borgschulze hat ihn dabei beraten, dieses Sneakermaterial zukünftig ohne gefährliche Lösungsmittel zu produzieren. Das ist ein neuer Fokus, der jetzt seit ein, zwei Jahren verstärkt in den Vordergrund gerückt wird, dass wir nicht nur das Endprodukt uns anschauen müssen, sondern halt auch gucken müssen, wie sind die Bedingungen, welche Schadstoffe werden während der Produktion sowohl in die Umwelt als auch humantoxikologisch gegenüber den Arbeiterinnen entlassen. Ankunft in Guangzhou. Wir besuchen die Firma Duxung, die Kunstleder produziert für Sportschuhe der großen Marken. Ein hartes Business, denn schon bei den Zulieferbetrieben herrscht ein großer Preisdruck, wie uns der Chef der Firma, Herr Kim, erzählt. Herr Kim und Karl Borgschulze wollen trotzdem ein aufwendig entwickeltes, neues Kunstleder in die Schuhe bringen. Unsere Hauptkunden sind große Sportartikelhersteller wie Adidas, Nike, Under Armour und Reebok. Und denen würde der Fabrikchef gerne sein neues Kunstleder schmackhaft machen. Nachhaltigkeitsberater Borgschulze zeigt uns eine Fabrikhalle der Firma, wo gerade die Herstellung des alternativen Stoffes läuft. Auf den ersten Blick kann man die Unterschiede nicht sehen. Doch das Kunstleder, das hier gerade beschichtet wird, ist rein wasserbasiert, ohne das schädliche Lösungsmittel DMF. Das sei deutlich sicherer für Arbeiter und Konsumenten, erzählt Borgschulze. Doch noch hätten die großen Hersteller nicht richtig angebissen. Ja, und hier haben wir jetzt die ersten Produktbeispiele, in dem Fall Fußballschuhe, in diesem Fall Adidas. Würde man jetzt sehen, dass das neue Material ist? Nein, im Prinzip für uns als Endverbraucher sind die Unterschiede nicht feststellbar. Das Material sieht genauso aus, fühlt sich genauso an. Wenn man da keinen Unterschied sieht, warum wird das dann nicht im ganz großen Stil bereits eingesetzt, diese neue umweltfreundliche Technologie? Es ist im Augenblick noch um die 30% teurer, aber man ist hier sehr bestrebt, auf Dauer zu gleichen Preisen zu kommen, dass einer Implementierung dann auch weiter nichts im Wege stehen wird. Borgschulze schätzt, dass der Ladenpreis wohl nur um ein paar Euro steigen würde. Trotzdem setzen die internationalen Marken bislang hauptsächlich das billigere, aber schädlichere Kunstleder ein. Und auch das wird in dieser Fabrik weiterhin hergestellt, gleich nebenan. Gefährliche Lösungsmittel sind hier weiter im Einsatz. Ein bestialischer Gestank, für uns kaum auszuhalten. Der Arbeiter trägt keine Schutzmaske, obwohl überall Warnschilder hängen. Nachhaltigkeitsberater Borgschulze hat noch viel zu tun. Der Preis der Turnschuhe, wie setzt er sich zusammen? Nach einer Schätzung von Experten gehen von einem Laufschuh zum Ladenpreis von 120 Euro 45 Euro an den Einzelhandel, 26 an den Markenkonzern
19 Euro kostet die Mehrwertsteuer, 27,50 Euro gehen in Rohstoffe, Produktion und Transport und für die, die den Schuh herstellen, bleiben noch ganze 2,50 Euro. Immer öfter protestieren Arbeiter inzwischen gegen diese Niedrigstlöhne. Bilder aus Kambodscha. Aber auch in Indonesien und Vietnam, wo die westlichen Markenkonzerne Sportschuhe und Textilien herstellen, gehen Menschen auf die Straße. Gegen Billiglöhne, mangelnden Arbeitsschutz und dagegen, dass Gewerkschaftsvertreter drangsaliert werden. Die Staatsmacht schlägt hart zurück. November 2013 in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Die Polizei schießt auf demonstrierende Arbeiter. Es gibt Tote und Verletzte. Die Verantwortlichen sind offenbar nervös. Fürchten sie sich vor höheren Löhnen, die den Verlust von lukrativen Aufträgen bedeuten könnten? Wir fahren noch einmal zum Verband der kambodschanischen Fabrikanten. Sind die Zulieferfirmen tatsächlich vom Preisdruck der Konzerne völlig abhängig? So ist das Leben. Wir haben einfach keinen Verhandlungsspielraum, um einen höheren Preis von den Markenkonzernen zu bekommen. Es gibt niemanden, der sie hindert, die Produkte in Land A oder in Land B einzukaufen, wo auch immer sie den besten Preis bekommen. Sie müssen doch nicht in Kambodscha bleiben. Hier gibt's nichts Besonderes. Wenn Sie dasselbe Produkt woanders billiger beziehen können, dann gehen Sie dahin. Vor dem Büro von Ken Lo treffe ich einen Landsmann, der sich uns als Manager eines deutschen Sockenherstellers vorstellt. Auch seine Firma produziere in Kambodscha. Und er ist unzufrieden mit der Qualität der Arbeit hier und den aus seiner Sicht inzwischen viel zu hohen Löhnen. Der große Vorteil von Kambodscha war ursprünglich mal, dass die Löhne eben relativ gering sind. Ja, und das steht auch in Einklang zu den Lebenshaltungskosten hier. Hier kostet zum Beispiel ein Bier, ja, kostet zum Beispiel 50 Cent. Ja, so ein halber Liter. Ja. Das kostet bei uns schon mal wesentlich mehr. Nur diese Löhne haben sich jetzt in den letzten 4 Jahren wirklich verdoppelt. Aktuell 140 US-Dollar. Das ist natürlich immer noch relativ wenig. Aber wenn man das jetzt den Vergleich zieht zu Bangladesch oder zu Myanmar, das sind es dann 80 Dollar. Haben Sie denn jetzt den Gedanken, für Ihre Firma aus Kambodscha wegzugehen, wenn die Lohnkosten nicht wieder fallen? Ja, das ist halt notgedrungenermaßen das Gesetz der Marktwirtschaft. Ja. Das ist liberale Wirtschaftstheorie. Ja. Das heißt, in dem Moment, in dem nicht mehr vernünftig produziert werden kann, in dem der Eigentümer immer nur Geld reinbuttert, anstatt rauszuziehen, das ist ja hier nicht, weil man hier Urlaub machen möchte, sondern man ist ja hier, um Geld zu verdienen. Ja. Der Investor investiert ja hier sein gutes Geld, ja, damit er was verdient. Eine Welt, ein Markt, der nach knallharten Regeln funktioniert. Das gilt erst recht für die Sneakerproduktion. Wir wollen Arbeiterinnen aus einem Zulieferbetrieb für Puma-Sportschuhe besuchen. Sie wurden 2012 bei friedlichen Protesten angeschossen und teils lebensgefährlich verletzt. Keo ist eine von ihnen. Sie wollten nichts weiter als bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Inzwischen ist Zeit vergangen. Narben sind verheilt, doch die seelischen Wunden bleiben. Seitdem sind die Löhne zwar etwas gestiegen, aber genauso die Lebenshaltungskosten. Chenda zeigt uns ihre Narbe. Sie war in der Brust getroffen worden. Es gibt Bilder von diesem Vorfall. Das Videomaterial zeigt Chenda auf der Bar. Sie hatte es am schlimmsten erwischt. Ein Schütze hatte gezielt auf Arme, Brust und Rücken der drei Frauen geschossen. Später stellt sich heraus, dass es sich bei ihm um einen Lokalpolitiker handelte, der um gute Geschäfte fürchtete. Puma übernimmt später die Behandlungskosten für die drei Frauen und äußert sein Bedauern. Inzwischen arbeiten alle drei wieder in derselben Schuhfabrik.
Noch heute habe ich Albträume. Wache auf, mal ist mir heiß, mal kalt. Der Preis, den wir für den Protest bezahlt haben, ist hoch. Mit unseren Wunden haben wir erkauft, dass es jetzt für alle wenigstens etwas Fahrtkostenerstattung zur Fabrik gibt und dass es jetzt Mittagessen gibt. Aber unsere persönlichen Leben sind zerstört. Wir sind seelisch und körperlich nicht mehr wie früher. Die das getan haben, sind reich. Sie können alles tun, was sie wollen. Ich hätte nie gedacht, dass sie in der Lage sind, auf ihre eigenen Leute zu schießen. Es gibt jetzt ein neues Management in der Fabrik. Wenn ich einmal um einen freien Tag bitte, schauen sie nicht mal hoch. Sie sagen, du fehlst zu oft. Dann zwinge ich mich zu arbeiten, auch wenn ich mich krank fühle. Doch eine andere Chance, Geld zu verdienen, hat Keo nicht. Das Land gibt wenig her. Von Reisanbau allein können sie hier schon lange nicht mehr leben. Und wieder hält der Sammelbus für die Turnschuharbeiterinnen. Auch für Keo beginnt bald die Schicht. An den schwierigen Arbeitsbedingungen hätte sich inzwischen nicht viel verändert, sagt sie. Auch wenn es Lohnerhöhungen gab, in der Fabrik würden immer noch oft Arbeiterinnen ohnmächtig. Ich möchte die Markenkonzerne bitten, diese Probleme zu lösen. Für alle Arbeiter in allen Fabriken. Zurück in Deutschland. Die großen Markenkonzerne erklären, Sportschuhproduktion in Deutschland sei nicht machbar, zu teuer, also unrentabel. In Düssin im Mecklenburger Land will ein Mann das Gegenteil beweisen, Lars Lunge. Er bietet Turnschuhe an, made in Germany. Die haben ihren Preis. Seine Laufschuhe gibt es ab 180 Euro. Doch das kosten viele Markenschuhe aus Fernost auch. Da sind wir schon stolz drauf, dass wir das halt hier made in Germany hinbekommen haben. Das ist schon eine Herausforderung gewesen und alle haben gesagt, ihr schafft es nicht, ihr könnt es nicht. Wir waren der Überzeugung, wir können es und wir zeigen, dass es eben auch geht. 25 Arbeitsplätze sind entstanden in der mecklenburgischen Sneaker-Manufaktur. Das Tempo ist natürlich ein anderes als in der asiatischen Fließbandfabrikation. Man produziert hier 5 Modelle, übersichtlich auch die Stückzahlen. Rund 1500 Schuhe im Monat. Lunge sagt, er zahle über Mindestlohn. Wie viel genau, möchte er allerdings nicht sagen. Diese Arbeitsplätze, die wir hier bieten, die sind sozialversicherungspflichtig in einem System letztendlich, was auch gewährleistet, dass die Menschen im Ruhestand und bei Krankheit letztendlich versorgt werden. Und das finde ich ist ja auch schon mal ein sehr hohes Ziel. Arbeitsplätze in Deutschland. Aber ganz ohne Chemie kommt Lunge nicht aus. Auch seine Sportschuhe werden mit herkömmlichen Klebstoffen gefertigt. Den genau umgekehrten Weg geht er, Marc Solterbeck, mit seiner Marke Athletic. Er setzt komplett auf Naturstoffe. Dafür lässt er die Sneaker im billigen Pakistan produzieren. Das Label gewann allerdings jüngst erst den Fairtrade Award des Jahres. Die Arbeiter bekommen zusätzlich zu ihren Löhnen noch 15% des Einkaufspreises ausgezahlt. Die Sneaker bestehen aus Naturkautschuk und unbehandelter Baumwolle. Beim Verkleben der Schuhe setzt man eine alte Technik ein, die Vulkanisation. Dabei werden die Schuhe sozusagen zusammengebacken. Als natürlicher Klebstoff wird Latexmilch benutzt. Klingt einfach und sauber. Warum machen das die großen Markenhersteller nicht genauso? Ich kann mir vorstellen, dass die großen Sportartikelhersteller solche Verfahren nicht einsetzen, weil sie einfach sehr aufwendig sind. Vulkanisation bedeutet Zeit und Dauer. Sie sind nicht nur aufwendig, dementsprechend auch etwas kostspieliger. Und ein Funktionskunststoff, der ist halt in Sekunden fertig und dann auch günstiger. Teurer als die Markenkonkurrenz sind die Sneaker von Athletic deshalb trotzdem nicht. Solterbeck meint, um nachhaltiger zu produzieren, müsse man nur eben auf etwas mehr Gewinn verzichten. Es ist wieder Donnerstag. In Stuttgart-Feuerbach ziehen die Hobbyläufer ihr wöchentliches Training durch. Unterwegs auf den Sohlen
die ihnen lieb und teuer sind. In Kambodscha steht Arbeiterin Keo abends auf dem Fabriktransporter. Es ist mal wieder spät geworden. Ein paar Stunden Schlaf, dann geht es wieder zurück. In China hat Liang, der Arbeiter mit den kaputten Händen, gerade erst begonnen. Seinen Dienst in der Fabrik. Die ist für manche ein Turnschuh-Wunderland, für andere die Hölle. An unserem letzten Tag in Asien, auf den Spuren der Sportschuhe, treffen wir noch einmal Kanita, die Arbeiterin aus der Fabrik für Adidas. Einen Traum habe sie, sagt sie. Gern würde sie ein paar Sneaker für ihren Sohn kaufen. Doch die kosten mehr als ein Monatslohn. Ich selbst mache Sportschuhe mit meinem Schweiß und meinen Tränen. Und sie sind wirklich wunderschön. Aber ich möchte, dass die Menschen draußen in der Welt endlich wissen, unter welch harten Bedingungen sie gemacht wurden. Vielleicht wird sich dann einmal alles ändern.